Salut, bienvenue, mes amis. Hier ist Cooles Filmwelt und heute geht es um einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2016. Persönlich hatte ich es mir bezüglich dieses Films damals eigentlich vorgenommen, wieder einmal ins Kino zu gehen. Was dann aber doch nicht dazu kam, sodass ich aber mal so richtig froh war, als ich vor geraumer Zeit jenen Film im Amazon Prime-Angebot fand. Dabei rede ich von dem Horror- bzw. Gruselfilm The Boy, zu welchem die Dreharbeiten offiziell am 10. März 2015 in Victoria, British Columbia, Kanada, auf Corregidora Castle starteten und einen Monat später, am 12. April 2015, abgeschlossen wurden. Bevor ich jedoch auf weiteres hierzu eingehe, möchte ich mich zunächst einmal bei Kochfilms GmbH bedanken, welches so freundlich war, mir Zugang zum Presseserver zu gewähren, sodass es mir dadurch möglich ist, euch diese Filmrezension wieder schön anschaulich gestalten zu können. Daher von Herzen vielen lieben Dank an Kochfilms GmbH von Cooles Filmwelt für diese Hilfe. Doch kommen wir nun erst einmal zur Handlung von The Boy, welcher unter der Regie von William Brent Bell entstanden ist. Greta Evans, eine junge Frau aus dem Nordwesten der USA, entschließt sich dazu, nachdem sie kurze Zeit zuvor ihre unglückliche Beziehung zu einem Mann beendet hat, in Großbritannien eine Stellung als Kindermädchen anzunehmen. Dort angekommen, sieht sie sich mit einem gut betuchten älteren Ehepaar konfrontiert, welches in einem für England nicht untypischen großen Herrschaftshaus lebt und ihr bald darauf ihren Sohn Brahms vorstellen, welchen sie während ihrer Abwesenheit in Obhut nehmen soll. Als Greta diesen erblickt, kann sie sich ein Lachen nicht verkneifen, da sich der Junge als lebensgroße Porzellanpuppe entpuppt. Strafenden Blickes überreichen die Hirshires ihr einen Zettel mit unzähligen Aufgaben, die sie während ihres Jobs unbedingt zu beherzigen hat, da Brahms ein sensibler Junge ist, der seine Regeln braucht und zudem auch nur so lange nett ist, wie man ihn gut behandelt. Nachdem die Eltern abgefahren sind, richtet sich Greta auf ihrer neuen Bleibe ein und auch wenn sie immer wieder ein wenig argwöhnisch auf Brahms schaut, so ist sie sich für sich darüber im Klaren, dass sie diese aufgestellten Regeln nicht befolgen wird. Doch umso öfter und länger Greta jene nicht beachtet, geschehen seltsam unerklärliche Dinge um sie herum, sodass sie zusehends doch in Zweifeln gerät, ob Brahms nicht doch ein Eigenleben führt. Denn obwohl sie sich definitiv allein zu Hause befindet, hört sie immer wieder das Weinen eines Kindes, ist Brahms mitunter einfach verschwunden, um an anderer Stelle urplötzlich wieder aufzutauchen, ihre privaten Gegenstände werden auf unerklärliche Weise entwendet, ebenso wie Telefonate unversehens geräuschvoll unterbrochen werden und ihr persönlich plötzlich zuhauf Haare abgeschnitten werden. Auch hört sie eine Stimme, die sie eindringlich ermahnt, die aufgestellten Regeln zu befolgen. Immer unsicherer werdend erfährt sie dann auch noch durch einen Nachbarn, dass vor 20 Jahren Brahms Spielgefährtin eines Tages tot aufgefunden wurde. Spätestens ab diesem Moment ist für Greta klar, dass Brahms Seele in der Porzellanpuppe weiterleben muss. Zumal sich die paranormalen Zustände um sie herum beruhigen, sobald die Regeln von ihr beachtet werden. So viel nun erst einmal zur Kernhandlung des durch die FSK ab 12 Jahre freigegebenen 97-minütigen Grusel-Horrorfilms, in welchem Lauren Cohen die Hauptrolle der Greta übernommen hat. Generell verliefen die Filmbesprechungen zu The Boy, so kann man sagen, durchweg gut, auch wenn ich persönlich immer das Gefühl hatte, dass mitunter empfunden wurde, dass der Film sich nicht großartig von denen der vorangegangenen Puppenhorrorjahre abhebt. Das mag zum Teil auch so stimmen, wenn man bedenkt, dass es sich bei Brahms um eine einzig steife, nicht animierte Puppe handelt. Dennoch muss und kann man sagen, dass The Boy sich dennoch in seiner Machart abhebt, wenn man diese aus einem anderen Augenwinkel betrachtet, wie dies zum Beispiel auch Quotenmeter.de tat. Denn wenn man auf die Feinheiten schaut, erkennt man doch schon eine andere Herangehensweise, die heutzutage vielleicht sogar leider etwas untypisch geworden ist. Auszugszitat: Brent Bell lässt sich zu Beginn von The Boy sehr viel Zeit, um seine Protagonistin Greta zu etablieren. The Walking Dead Star Lauren Cohen macht in ihrer ersten großen Kinorolle eine sehr gute Figur und verleiht ihrem Charakter eine Bodenständigkeit, gepaart mit Intelligenz. Greta erfüllt nicht den Zweck des dummen Naivchens. Stattdessen nimmt sie die unheimlichen Geschehnisse um sich herum bewusst wahr und versucht ihnen mit logischen Schlussfolgerungen auf den Grund zu gehen. Auszug, Zitat, Ende. Des Weiteren schrieben Quotenmeter.de, Auszug, Zitat, das Besondere an The Boy ist die zurückhaltende Erzählweise. Nach der langen Einführung der Figuren braucht das Szenario, um die wirklich sehr unheimlich aussehende Puppe Brahms, bei der man von Anfang an ahnt, dass hinter deren Herkunft irgendeine besondere Geschichte steckt, erneut eine ganze Weile, um zu eskalieren. Es sind kleine Gesten, mit denen der Film besticht,
aber auch mit denen der Protagonistin Greta Angst und Bange wird. Auszug, Zitat, Ende. Gut, ich für mich meine, Brahms sieht nur nach alles aus, aber tatsächlich in keinster Weise erschreckend. Im Gegenteil, er hat ein liebes, schön gestaltetes Gesicht und wohlgeformte Züge. Doch vielleicht ist es ja gerade das, was vielen besonders unheimlich und angsteinflößend erscheint. Mich persönlich müsst ihr da wirklich außer Acht lassen, denn ich habe seit meinem 12. Lebensjahr so unendlich viele Horrorfilme gesehen, dass ich dessen höchstwahrscheinlich schon etwas abgestumpft bin und mehr brauche, um mich tatsächlich zu gruseln. Was eine gute Überleitung zu meiner letztlichen Meinung zu The Boy ist. Der Film ist atmosphärisch richtig gut, wenn ich es auch immer recht schwierig finde, eine nicht animierte Puppe in einem Horrorfilm perfekt gruselig herüberkommen zu lassen. Denn im Grunde hat man leider nicht viele Effektmöglichkeiten, die wirklich schreckhaft wirken, wie bei einer Animation. Oder vielleicht gerade doch. Mittlerweile eher nicht mehr, so finde ich persönlich. Es sei denn, man würde mit Greenscreen etc. arbeiten, um etwas ganz Besonderes mit einer Puppe zu erzielen, die steif und wie angewurzelt irgendwo ihr Dasein fristet. Doch die eigentliche Story ist echt okay. Besonders das alte Anwesen wirkt schon sehr bedrohlich gruselig und verfehlt wirklich nicht das Gefühl, welches man gerne damit erzielen wollte. Unbehagen und ein mulmiges Gefühl. Als ich dieses beim ersten Mal sah, fühlte ich mich echt in die Filme der frühen 1970er Jahre zurückversetzt, die mir schon beim Hinsehen eine unheilvolle Ahnung des Handlungsstrangs den Rücken runterlaufen ließen. Und so muss das bei einem Horrorgrusel auch sein. Sonst ist das alles nix. Ja, wirklich. Dennoch finde ich die Story in einigen Dingen doch zu knapp beleuchtet. Es wird zwar mit der Zeit klar, was da eigentlich irgendwann einmal geschehen sein muss oder auch ist, doch ich hätte es toll gefunden, wenn man entweder in Backflashs die Geschichte um Brahms vertieft oder aber letztlich gar ein Prequel dazu produziert hätte. Mit ersterem hätte man sogar noch mehr Intensität erzielen können, wenn diese richtig eingesetzt worden wären. So allerdings hinterlässt das alte, trauernde Ehepaar, wobei ich besonders die Frau meine, zwar tatsächlich ein sehr mystisch und merkwürdiges Gefühl beim Zuschauer, leider spielen diese jedoch nur kurz eine Rolle in dem Ganzen, was schade ist. Auf den ersten Anschein wirkt ebenso der Charakter von Greta etwas undurchsichtig. Auch wenn nach einigen Visionen ihrerseits, was Brahms anbelangt, schon deutlich wird, warum sie ihm gegenüber plötzlich so bedacht ist, seine Bedingungen zu erfüllen. Jedoch auch nur sehr husch-husch, sodass jener Zuschauer, der nicht wirklich gewillt ist, von vornherein hintergründig auf diesen Film zu schauen, die Tragweite dessen entweder gar verwehrt bleibt oder eben viel zu spät auffällt, sodass es die Wirkung dessen letztlich verfehlt. Nun gut, ich meine, man sollte, wenn man sich auf einen Film einlässt, nur nicht verlangen, dass einem alles auf einem goldenen Tablett vorgekaut serviert wird. Ein wenig Grips und logische Kombinationsfähigkeit muss man schon mitbringen. Doch ein wenig hätte es schon noch gebraucht, in einigen Dingen zumindest, dass der Film noch besser gegriffen hätte. Abgesehen davon ist The Boy doch eher ein leiser, stiller Vertreter seines Genres, was nicht negativ ins Gewicht fällt. Ganz im Gegenteil. Obgleich es zum Ende hin doch sehr cool wird. Persönlich hätte es mich jedoch gefreut, wenn es auf dem Film verteilt mehr Schockelemente gegeben hätte. Es gab zwar welche, doch diese waren, wie der Film an sich, für mein Empfinden doch eher sanft. Es kann allerdings auch sein, dass ich persönlich schon viel zu viele solcher und ähnlicher Filme gesehen habe und somit etwas abgestumpft bin, sodass ich daher einfach mehr erwarte. Denn selbst so manche plötzlich lauten Geräusche, wo ich hätte erschrecken müssen, ließen mich unberührt, obwohl der Ton an sich schon recht leise ist, dafür aber die Schreckgeräusche umso mehr tonal verstärkt wurden. Gut, ich bin ehrlich, zweimal bin ich echt zusammengezuckt. Aber dennoch ist The Boy, wie gesagt, rein atmosphärisch gut gelungen und konnte sich somit, was den Erfolg anbelangte, letztlich auch den 5. Platz an den Kinokassen sichern. Und von daher vergibt Cooles Filmwelt für diesen Film sehr gute 3 Punkte von 5 mit Tendenz zum 4. Wenn ihr nun Lust bekommen haben solltet, euch selbst ein Bild zu diesem Film machen zu wollen, welcher in Deutschland am 18. Februar 2016 in den Kinos anlief, so verlinke ich euch zunächst einmal dafür den deutschen Trailer zu The Boy in die obere rechte Ecke meines Videos via Infobox. Und so ihr letztlich den Film in voller Länge sehen möchtet, findet ihr sowohl in der unteren Videobeschreibung, wo auch alle weiteren Links zu dieser Filmbesprechung aufgeführt sind, als auch im Videoabspann gleich noch diverse Streamingdienstanbieter,
welche diesen Film derzeit in ihrem Angebot haben. So beispielsweise, wie schon zu Beginn meines Videos kurz angesprochen, auch wieder Amazon Prime, wo es dieses Mal auch die Möglichkeit gibt, den Film sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache schauen und deutsche Untertitel nutzen zu können. So, das war's für heute mit dieser Besprechung zu dem 97-minütigen Spielfilm The Boy. Wenn euch mein Tipp und das Video an sich gefallen haben, freue ich mich, wie immer, sehr über ein Like eurerseits. Und wenn ihr auch weiterhin keine Rezensionen von mir verpassen möchtet, abonniert einfach Cooles Filmwelt und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich nun erst einmal, salut abientomisami.